Willkommen zurück zum Thema Produktentwicklung mit Autodesk Fusion 360, Kapitel 2. Und jetzt gehen wir in den Bereich hinein, wo es ein bisschen praktischer wird, wo wir dieses Thema der ersten vier Fallstudien vertiefen wollen durch eine praktische Anwendung. Viel Spaß dabei! Herzlichen Glückwunsch erst einmal. Sie haben jetzt die theoretischen Grundlagen Kapitel 1 absolviert und Sie können jetzt wunderbar sich dem nächsten Kapitel, dem doch eher praxisorientierteren Teil, widmen. Also auch viel Erfolg in diesem nächsten Abschnitt. Der Theorieteil ist jetzt für Sie erledigt, jetzt kommt der Präsenzteil. Nehmen Sie daran teil, im Standort hier in Albstadt, und melden Sie sich dazu bei uns an. Jetzt in Kapitel 2 weiter, also dem praktischen Teil. Wir wollen Ihnen am Beispiel dieses Lego-Fahrzeuges in die, ja, die Möglichkeit aufzeigen, sowas auch mal selber herzustellen im 3D-Druck. Sie machen also eine CAD-Zeichnung davon, bauen das selber zusammen, generieren das mit mehreren Personen zusammen und Sie werden sehen, welche Herausforderungen dabei entstehen können. Wir werden das spielerisch mit Ihnen machen. Und Sie haben darüber gleichzeitig die Gelegenheit, ein Certificate of Achievement zu erreichen, was Ihnen auch die Kenntnisse von Autodesk dokumentiert und aber auch die Grundlagen im CAD, dass Sie am Ende tatsächlich so ein Objekt hinkriegen. Und ich denke mal, das ist eine ganz interessante und auch lustige Sache, weil man dort auch kooperieren muss und Sie werden sehen, das ist dann gar nicht so einfach. Aber es macht auch Spaß. Also schreiben Sie mir eine Mail an sommer@hsabsieg.de und melden Sie sich zu diesem Kurs an. So, los geht's, die Übung starten. Für alle die sich jetzt angemeldet haben, startet dann der Kurs. Das war's. Die Übung erfolgreich absolviert. Jetzt geht's. Machen Sie selber in der Praxis Erfahrung.